Als unsere Kinder noch kleiner waren, da kam es manchmal zu so ganz bestimmten Situationen. Sie hatten etwas ausgefressen und ich wusste das. Ich habe es geahnt, ich habe es gesehen in ihrem Gesicht, dass irgendetwas nicht stimmte. Meistens war der Kopf gesenkt, sie schauten mich nicht richtig an und wenn ich mit ihnen gesprochen habe, dann haben sie ausflüchtig geantwortet und das war immer schon das Zeichen dafür, dass irgendetwas nicht stimmt und dass da irgendetwas passiert war. Genauso lesen wir das in der Bibel, in dem Anfang der Bibel, 1. Mose 4. Da kommt Gott zu Kain und sagt zu ihm, warum ist dein Gesicht gesenkt? Warum sind deine Augen nicht auf mich gerichtet? Was ist eigentlich los? Ich denke mal, dass Kain ihm nicht geantwortet hat, denn der Herr sagt, da ist Sünde vor deiner Tür. Und diese Sünde verlangt nach dir, sie zieht an dir, dass du dich mit ihr zusammentust. Und dann kommt ein ganz, ganz entscheidender Satz, der ist für alle Zeiten gültig. Der Herr sagt zu Kain, du aber herrsche über sie. Du aber herrsche über die Sünde, die vor deiner Tür lagert. Du musst nicht den Weg der Sünde einschlagen. Du kannst über die Sünde herrschen. Du musst nicht dem nachgeben, sondern du kannst sagen, ich komme in Autorität. Viele Leute sagen dann, oh, ich würde ja gerne, wenn ich könnte. Aber bei mir klappt das nicht. Ich bin irgendwie anders. Ich schaffe das nicht. Und außerdem, ich habe das ja auch schon mal versucht und dann hat es ja auch nicht gefunzt. So, ganz am Anfang der Bibel lesen wir, dass Gott sagt, lasst uns Menschen machen, gleich wie wir. Sie sollen herrschen. Sie sollen herrschen. Das ist gleich wie Gott, das ist eine Wesensart Gottes zu herrschen. Herrschaft einzunehmen über den Feind, über die Machenschaften des Feindes, über diesen Zug der Sünde im Leben der Menschen. Natürlich ist es so, dass wir das nicht aus eigener Kraft, aus eigenem Wollen und Willen heraus perfekt schaffen. Deshalb haben wir den Heiligen Geist als Helfer, als Ratgeber, als den, der uns in alle Wahrheit leitet, in uns hineinbekommen vom Herrn selbst. Er wusste, dass wir den Heiligen Geist brauchen. Und er wusste, dass wir das Blut Jesu brauchen werden, was gegen die Sünde steht. Und ich möchte dir einfach heute mit auf den Weg geben, du bist Sünde, dem Zug der Sünde, dem Zug nach Sucht, dem Zug nach all diesen negativen Dingen nicht hoffnungslos ausgeliefert. Sondern du kannst mit dem Heiligen Geist kooperieren, du kannst ihn bitten, dass er dir hilft, dass er dir Stärke zukommen lässt, dass du über Sünde herrschst. Dass du über die Sünde herrschst. Und dass die Sünde nicht mehr diesen Zug auf dein Leben hat. Ich wünsche dir, dass dir das heute einen ganz neuen Antrieb gibt. Dass du sagst, ich gehe mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, gegen diese Machenschaften des Feindes an. Und der Herr wird dir Sieg geben. Gott hat mehr für dich.